Willkommen zu The Recordening, dem besten Podcast Österreichs. Mein Name ist Paul und ich bin wie immer euer Host. Heute ist der 2. Oktober 2015 und dies ist die 16. Folge. Mein heutiger Gast ist Thomas. Hallo Thomas, wieder zurück nach 15 Folgen Pause habe ich meinen ersten Return Guest und das bist du. Bist du stolz darauf, als erster zurückgeholt zu werden? Oder ja, freust du dich? Wie sind deine gemischte Gefühle jetzt nach der jetzigen Folge? Ich bin so ein Hipster, ich war schon dabei. Ja, also das ist noch nicht so cool, Mann. Genau. Nein, also es ist schon. Ich habe aber die Podcasts alle selbst angehört. Und du hast. Ja. Du hast die meisten Views. Du hast 500 Views oder mehr jetzt schon. Ja, du auch. Es ist ja unser gemeinsames. Achso, ja, das ist wahr. Aber es stimmt schon. Schau, ja. Es ist so, ich denke gar nicht, dass ich dabei bin. Ich leite das Ganze nur und ich hoffe, dass der Gast gut ist. mein Tipp ist eben, dass es, weil es die erste Episode ist, alle reinhören und deswegen das schauen und ja. Das dann nicht heißt, dass es unsere so gut ist, sondern es ist die erste. Aber natürlich fühle ich mich geschmeichelt, wenn Leute das super finden, wenn wir einfach scheiße reden. Für eine längere Zeit. Und eben gehen wir gleich, du bist jetzt quasi zurück zur Show gekehrt, nach fast einem Jahr an Pause. Und du siehst jetzt den dramatischen Wechsel in die Richtung der Serie. Es ist total gemacht hat. Es ist so, als würdest du bei einer Party aufs Klo gehen. Es war alles normal, auf einmal kommst du raus und alle weiß nicht, eskalieren gerade voll und ein Typ beginnt einen anderen Kopf einzuschlagen. Also es ändert sich einfach total die. Es ist viel blutiger. Ja, das stimmt. Also das mit dem Kopf einschlagen war vielleicht gar kein schlechter Vergleich. Es ist nicht ziemlich. Es werden mehrere Sachen eingeschlagen. Ich glaube, es sind 5 Leute allein in diesen 10 Minuten umgebracht worden. Aber das kommt, kommen wir später. Da kommen wir noch dazu, ja. Aber generell einfach vom Feeling her ist es eine komplett andere Show jetzt. Also es ist wesentlich mehr Slapstick. Ja, rein. Auf jeden Fall. Slapstick ist rein. Und man sieht schon die Tohuwabohu genau, ja. Zukunft quasi ja, jetzt also schon. Die waren das 7 Jahre oder so dazwischen? 77 war die erste oder wann war das? Oder 74? Nein. Die erste 77 passt. Ja, also so 7 Jahre Unterschied und da ist doch viel passiert. Also ja, und dann sind es noch einmal ein paar Jahre jetzt dann in die Zukunft für Tohuwabohu. Genau, ja, also quasi. Man merkt, genau, stimmt, dass wenn man jetzt sagt, erster Code dann, da der Code dann von heute da und eben dann Tohuwabohu, da merkt man richtig diesen. Wie es dann weitergeht. Das ist voll der Humor, ja, das ist das. Es ist ja auch schon ein Schauspieler, schon die längste Zeit jetzt. Der ist ja schon seit Folge 4 oder so. Oder 5, der Blonde ist der Kieberer da. Ja. Der hat immer eine Nebenrolle, er ist absolut nutzlos. Ich weiß nicht, was für Connections er hat, weil er schauspielert jetzt auch nicht so großartig. Ich weiß, weil er blonde Schneckerl hat, also blonde Brasker. Er ist ein blonder Brasker-Polizist, das ist wahr. Nein, und die Folge selber heißt Smokey und Baby und Bear. Also das hört sich irgendwie an wie so ein US-Songtitel. So, yeah. Oder wie der Film Smokey and the Bandit. Ja, so. Yeah, und Baby und Cher oder ich weiß jetzt nicht mehr. Irgendwas mit Cher war. Also wer ja. Ist, wir sind eigentlich nicht, wer war Smokey eigentlich? Haben wir es mal da drauf kommen? Baby und Bear kommen wir drauf. Wer ist ja. Über Smokey? Nein, das ist nur der Song, glaube ich. Oder der Cotton, weil er raucht? Kann das sein? Das ist, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Cotton raucht, ja. Ja. Smokey. Ja, und nein, er will vor allem aufhören zu rauchen. Eben, gehen wir. Entschuldigung, wir sind schon wieder ganz. Nein. Weil die Folge hat mich fertig gemacht und ich habe, weißt du, ich bin langsam eingeführt worden. Das ist die ganze Schere, alles erlebt. Nein, fangen wir an. Also mit, was war der Ablauf zuerst oder die Person? Ja, generell, ja, die Fälle. Der Fall selbst, genau. Nein, der Fall selbst. Der Welcher Fall? Selbst. Fall? Ja, das ist eigentlich plural. Also es sind 60 Minuten und ich weiß nicht, was passiert ist in diesen 60 Minuten, ehrlich gestanden. Es sind 5, 6 Handlungsstränge nebeneinander gelaufen irgendwie. Also zum Fall selbst, nur kurz vorher noch zum DVD-Menü. Das DVD-Menü, ich weiß nicht, ich glaube, es ist noch nicht angesprochen worden, aber es ist göttlich, weil am Anfang eben dieses schlecht animierte Euro-Video-Logo, was halt so mit so cooler Euro-Musik. Ja, yeah, das ist noch ganz frühes DVD-Zeitalter, beziehungsweise VHS. Ja, das ist eigentlich VHS-Rip wahrscheinlich, ja. Kommt halt da, sieht's, dann kommst du leider in der Musik halt und das Menü selbst, dann spielt Cottons Kapelle, nämlich die urarge Musik und das eine Stelle ist, das sind so ein Typ stellt halt so eine alte Frauenstimme da und sagt halt so, da raucht sie ja ein paar Haschler an, das darf ja gar nicht sein. Also so richtig so richtig, wenn man auf den Text hört, das ist so richtig auch das Cotton-Feeling, also was da rüberkommt. Und es ist einfach gut gestaltet, das Menü, und das finde ich. Es ist im Style von Cotton selber, dass es transportiert, absolut. Ja. Überhaupt,
Branding-mäßig schafft Cotton in der Folge selber ein eigenes Feeling zu erzeugen mit den kleinsten Details. Ja. Also es ist die zwei Polizisten, die Cotton ermittelt lesen, zum Beispiel. Aber wurscht, Fälle. Okay. So, Stefan, genau, am Anfang. Was passiert am Anfang? Vogelwasser, der Kaiser, Vogelwasser und Horak versuchen wieder mal den Cotton umzubringen, über der gerade auf einem Date ist. Über 15 Minuten hinweg oder so, oder? 10 Minuten. Naja, am Anfang, ganz am Anfang ist er da aber der Horak und der Cotton im Highlander-Style auf irgendeiner Plattform kämpfen. Das zuerst ist das Asterix und Obelix-Intro. Okay, Asterix und Obelix. Okay. Nach diesem Asterix und Obelix-Intro sieht man eben, dass er, der Cotton und der Horak sich fetzen auf dieser Plattform, wo im Hintergrund eben steht Cotton 1, Cotton 2 mit deren Todesdaten. Mit den Todesdaten, Cotton 3 mit Fragezeichen und Cotton 4 auch Fragezeichen. Ja, und ich glaube, das sollte ein Rocky-Witz sein. Kann eh sein, ja. Das Rocky, vor allem, es hat auch so etwas wie eine monumentale Begräbnisstätte, irgendwas. Er steht dann auch im Feuer. Stimmt, genau, dann steht er in einem Feuer neben dieser Kirche. Und dann möchten sie nämlich Musik spielen von Pink Panther. Das Pink Panther und davon noch das Tatort-Intro. Ja, genau. Also, Gusch, mein Thema! Und dann spielen sie als seine Musik. Also. Yeah. Ja. Und dann geht es eben weiter, dass er eben... Es fängt schon irgendwie an. Ja, es fängt irgendwie an und wir wissen noch gar nicht dann, wo es eigentlich hingeht, weil dann ist auch kurz ein Schwenk zu einer kleinen skurrile Situation auf der Polizeistation, wo eben sie darüber reden, dass sie jetzt gefälligst aufhören sollen, das Tonstudio dazu benutzen für Cottons Kapelle. Genau, richtig. Weil außerdem möchte er jetzt einen Pool dort haben, der Pilch. Ja, genau, richtig. Weil er braucht ein Schwimmbecken. Weil ein gesunder Geist verlangt einen gesunden Körper. Pilch. Pilch ist super, ja. Nein, er hat auch Orden, einen Haufen Orden an. Weil er Chorkapellleiter ist. Stimmt, er schimpft dann mit der Beethoven-Statue und der Cotton sagt dann, der hört einer nicht, der ist taub. Ja. Also ich muss sagen, die Witze sind ja ganz gut geschrieben, aber sie sind absolut zusammenhanglos. Ja. Absolut. Der rote Faden ist äußerst dünn. Und es sind mehrere. Ja. Eben, und die Storyline ist, eine ist, dass die Elvira... Die Prostituierte, genau. Ja, die Habschall hatte ja schon mehrere Folgen mit den Cottern, dass sie mit dem... Das ist der Zuhälter, der Ex-Zuhälter. Der Ex-Zuhälter von ihr kommt aus dem Bär. Häfen, der Bär, das ist eben der besagte Bär aus dem Titel. Ja. Der kommt aus dem Häfen frei und ja, sie hat eben Angst, dass er sie halt wieder unter den Fittich nimmt. Unfreiwilligerweise, was sie nicht will. Was dann auch passiert, dass sie quasi von ihm wieder gezwungen wird, anzuschaffen. Ja, ja, ja. Ja, was halt so ein Zuhälter so macht. Was ein Zuhälter so macht. Zuhält. Ja, das ist der eine Handlungsstrang zwischen denen. Dann eben am Anfang der Handlungsstrang unter Anführungszeichen zu genießen, dass eben der Cotton mit seiner Frau ein Date hat, ein länger andauerndes. Ein sehr romantisches. Wo und vor allem der Cotton führt sie wie der ärgste Prolet auf. Ja, also richtig. Also in der Lustschau. Oh, die Mutter kommt ja auch mit und sie rast durch den... Ja, wir sagen kurz die Stränge, das gibt und dann gehen wir kurz auf jeden Strang, hätte ich gesagt. Ah, dann so eben der Date-Strang. Eben der Elvira-Zuhälter-Strang. Dann kommt der Strang eben mit der Kellnerin. Ja. Das ist eben dieser Baby, der Strang ist. Und dann gibt es den Bankräuber-Strang. Der Bankräuber-Strang. Und der gleiche ist wie der Baby. Der eigentlich dasselbe wie der Baby-Strang ist, was man aber nicht weiß, weil das eigentlich so beginnt. Irgendwie. Weil der Baby-Strang beginnt auch ganz skurril mit diesem Snuff-Video. Ja. Okay, welchen Strang möchten wir zuerst uns anschauen? Chronologisch. Vielleicht zuerst den Dating-Strang. Den Dating ist der erste. Okay. Ja, jedenfalls, es wird gedatet. Also es ist einfach so, der Cotton möchte seiner Frau was Gutes tun und sie gehen auf ein Date halt. Ja, genau. Die Mutter ist dabei im Auto. Ja, genau, richtig. Und sie erzählt von einem Film, den sie gesehen hat, wo eben ein Ehepaar auf ein Date geht und die Schwiegermutter kommt mit und da... Sie möchte es loswerden. Ja, genau, richtig. Und der Sohn kommt dann auf eine Idee, aber sie ist so obskur und in dem Moment kommt der Cotton auf eine obskure Idee und zwar er beschleunigt und dann bremst er ab und sie hat da merkt man wieder, wie 83 da war die Gutpflicht noch nicht so hardcore wie jetzt. Ja, also sie ist nicht angeschnallt und natürlich klarerweise, wenn man voll bremst, man fliegt nicht durch die Fensterscheibe, nein, sondern man fliegt durchs Autodach. Und sie bleibt dann eben mit dem Kopf halb rausschauend aus dem Fenster, im Autodach stecken
und schaut eben dann während der restlichen Autofahrt beim Fenster lacht aus. Sie nicht? Sie lacht, es stört sie nicht wirklich. Es ist so, freut sich. Es ist so irgendwas gemacht. Sie parken sich dann einen Parkplatz. Ja. Und dann sagt sie einfach, ja, sie bleibt jetzt da quasi draußen und bleibt halt im Auto drin und der Cotton und seine Frau gehen halt zu diesem Date, zu diesem Abendessen da. Genau. Und das ist dieses Lustspiel. Was auch aus dem Nichts kommt. Es kommt einfach aus dem Nichts. Und es ist ein Kellerlokal, so ein Weinkeller-Style. Nein, es ist ehrlich gestanden, für mich hat es wie eine aufgelassene kleine Kapelle ausgeschaut. Okay, es war so alter. So gotisch, ja, irgendwas so gotisches. So Rundbögen und halt eher... Ja. Ja. Und man erwartet halt, dass halt ein Lustspiel, dass es eher so eine Komödie oder so. Nein, doch, schon. Also ein Nein, in dem Fall nicht. Sind es drei Nonnen, die singen? Nonnen ist ein sehr netter Ausdruck. Fetischnonnen wäre wahrscheinlich besser. Und wie singen die? Warte, ich habe mal das aufgeschrieben. Lauf nach Hause, Dominik, denn alleine auf dieser Welt kannst du nicht glücklich sein. Ja. Während der ganzen Lokalszene singen sie im Hintergrund dieses Lied. Und ja, wie sind sie gekleidet, Paul? Achso, ja, sie haben schwarzes Isolierklebeband über ihren Nippeln drüber. Also, sie haben Domina-Nonnenkostüm. Es ist sehr. Sie haben so Nonnenmützen, also ja, diese, ja, die Hauben. Hauben? Ja. Aber sie haben halt sonst nicht wirklich viel. Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher genau Nonnenkloster ich Ihnen jetzt zuschreibe. Bei Monty Python in diesem einen Every Sperm is Sacred. Ja, so ähnlich. Ja, genau, richtig. Aber halt nicht die koschere Variante der Kleidung, sondern das ist definitiv eine Sünde. Und sündhaft sind auch die Preise, oder? Weil die Preise stehen nicht auf der Karte. Und er sagt, der Kellner, der übrigens ein Mönch ist, sagt... Bei uns sind nur die Portionen gleich. Ja. Und dann will er, wir wissen schon, was wir, ja, der Cotton benimmt sich wie der ärgste Prolet und dann wird irgendwann, wird schon gegessen? Ja, während sie Essen bestellt haben, kommt der Horak rein, ja. Möchte auf den Cotton schießen. Der Cotton lehnt sich zur Seite und es trifft den Mann hinter ihm. Ja, der sofort in die Suppe reinfällt mit dem... dramatischsten Gesicht aller Zeiten. Er hat auch ein bisschen wie Tim Allen ausgeschaut. Ja, so. Und dann fallen in die Suppe. Und dann ins Chili. Ins Chili und der Kellner. Der Kellner schmeckt es nicht. Ja. Schmeckt es nicht und legt ihn wieder ins Essen. Weil ich schätze mal, das Chili die Wunde, man sieht die Wunde nicht, weil es wie eine Bohne ausschaut. Vielleicht. Kein. Ah, so schlecht. Das ist eben, ja, das Date ist dann eben. Ja, dann noch weit geht's dann ja, noch. Ja, also, dann geht's sie gehen dann weiter, genau. Und auf dem Weg versuchen sowohl der Kaiser von Wien, ja, der Vogelwasser, ja. Vogelwasser und der Horak. Vogelwasser ist ein indischer Name, oder? Ich habe ich schon mal besprochen, aber oder ist es erfunden? Keine Ahnung. Sounds Jewish. Er ist auf jeden Fall kein Jude. Ich weiß es nicht, wo Jude ist. Ich weiß nicht. Es gibt auch böse Juden, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, und die Versuche schlagen halt alle fehl. Ja. Also stirbt halt nie der Cotton, sondern sterben immer andere Leute. Es sterben fünf oder so Leute. Wobei der eine ist ja schon tot. Welcher jetzt? Der Transylvanier. Okay, aber dann gehen wir es durch. Der erste Mord war in dem Lokal. Ja, genau. Der zweite ist, wo er eben... Die Bonbons. Da kriegt der Cotton ein Bonbon vom Kaiser. Und eine besoffene... Lady nimmt ihn weg und die zreißt sie. Dann bläht sich auf und das zreißt sie. Und sie stirbt offscreen, weil sie die Explosion anscheinend sich nicht leisten konnte. Sie haben den Mann aufblasen. Ja. Dann ein Mord. Schaut auch einfach die besten Special Effects. Aber die Stunts sind zum Teil ziemlich cool. Weil dann kommt ja das schon mit dem Auto, oder? Nein, vorhin haben wir vergessen, der Kaiser versucht nochmal mit einem Blasrohr einen umzubringen und trifft einen Blumenverkäufer. Ja, genau. Mit einem vergifteten Pfeil. Ja. Drei Morde, dann der vierte, eben, was du gerade sagen wolltest, mit dem Auto. Der Cotton. Der Horak, der Cotton und sie küssen sich, dann gehen sie weg vor einem Versicherungsplakat und der Horak fährt mit dem Auto gegen das Versicherungsplakat und tötet irgendjemanden anderen. Der auf einmal da ist. Ich glaube, er ist auf der anderen Seite vom Plakat. Ja. Es macht null Sinn, weil dahinter ist kein Platz. Person 4, dann Person 5, da sterben nicht eine Person, sondern es sind mehrere Morde, weil dann fahren sie mit dem Boot über die alte Donau. Ja. Und der Kaiser hat eine zweite Weltkriegspanzerabwehrkanone. Das ist eine Haubitze. Eine Haubitze, eine Kanone halt am Ufer aufgestellt. Und auf einmal hört es Bumm und man ist ein Bild von einem untergehenden Kreuzfahrtschiff eingeblendet. In schwarz-weiß, wo eben tausende Leute drauf sind. Und er so, verdammt! Ja. Hat eben dieses Kreuzfahrtschiff auf der alten Donau getroffen.
Es soll sein, oder? Er hat so weit geschossen, dass es in die Vergangenheit gereist ist und das Schiff dort, das hat die Titanic wirklich und die Lusitana und die Britannica. Und jetzt sind die in Italien jetzt, die vor 2 Jahren. Ja, genau. Ja, es ist auch noch in die Zukunft gereist, die Kugel. Mega Kugel. Ja. Oh Gott. Und die schlagen ihm alle Fehlmorde. Das ist halt. Ja, oh, dann ist ihm der Sexmord. Nein, das ist ja kein Mord. Ist ja kein Mord, ja. Weil er ist ja schon von. Weil es die transsilvanische Botschaft, was das nix ist. Das ist Teil von Rumänien. Vor allem, das war ja noch Kalter Krieg, das heißt. Kommst du gar nicht Rumänien, doch, das passt eh. Satellitenstaat, das ist auch Rumänien. Ja, eben, aber ich meine nur, das war trotzdem eine kommunistische Botschaft in dem Fall. In dem Fall der Transsilvaner. Oder haben sie sich nicht getraut, Rumänien zu sagen und deswegen haben sie Transsilvaner? Oder war das nur um einen Vampirwitz? Es war nur der Gag für einen Vampirwitz, weil die Leiche, die man findet. Und das war eines der schwächsten Vampirwitze, die ich jemals gesehen habe. Weil einfach der Wachmann 2 Bissspuren auf dem Hals hatte, die halt wie ein Vampir. Er steht halt Wache vor der transsilvanischen Botschaft. Ist halt tot. Ja. Ja, genau, richtig. Der Count. Ja. Und das sind eben die Morde beim Date und damit ist dieser Handlungsstrang eigentlich ziemlich abgeschlossen, wobei man noch sagen muss, dass dann später Sie vergessen die Mutter. Ui, die Mutter, die ist im Auto. Ja. Und die ist in der Nacht und hat noch ein kurzes Gespräch mit einer Passantin. Was machen sie da? Ja, das ist für den Rücken. Ja, weil der Arzt hat verschrieben, dass sie im Autodach stecken, das ist super. Und dann ist sie einfach draußen aus dem Auto, weil sie holen sie nicht ab. Ja, sie geht dann selbst raus und geht sie in die Polizeistation. Ja, genau, richtig. Wo dann nämlich endlich, hoffentlich kommt der Vogelwasser nicht magischerweise zurück. Der Vogelwasser ist tot. Genau. Also nicht wirklich, er ist gerade am Sterben. Also er ist Harakiri begehend am Sterben im Büro vom Kottern. Weil er halt es nicht mehr aus, dass er nicht umbringen kann. Und er ist depressiv und sein Psychiater ist auf Urlaub. Genau, und dann, wie sagt er dann? Ja, ihr Sohn liegt mir so schwer im Magen, weil die Mutter schlagt dann vor, ja, gehen wir nicht auf ein Frühstück. Ja, genau. Weil ihr Sohn liegt mir so schwer im Magen. Und dann sagt sie irgendwie, ja, da können sie gleich Harakiri begehen und sagt, was glaubst du, mag ich die ganze Zeit, weil er fährt die ganze Zeit schon bei seinem Bauch rum. Man sieht halt nie, was da ist. Ja, und dann ist es auf einmal Eine Katana wird das wahrscheinlich sein. Nein, Katana ist länger, das ist Eine Wazakashi. Wakizaki. Und er schneidet sich halt seinen Bauch ganze Zeit auf. Und sie sperrt dann was. Sperrt sich dann ein. Und dann kommt der Schrammel und entdeckt die Leiche. Ja, und fledert sie gleich und nimmt. Und fledert die Leiche und klaut das ganze Geld vom und sagt Schmerzensgeld für die Hand, die er sich vorher nämlich selber gebrochen hat. So gut. Ja, ich glaube, das ist der Date-Stand dann ziemlich fertig, oder? Ja. Also das Date ist ja derweil einmal, weil es kommt dann nochmal mit der Elvira nämlich in Kontakt. Ja, das ist dann, zweiter Strang? Zweiter Strang war dann eben Baby oder Elvira. Was Elvira wäre chronologisch davor. Ja. Es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir versuchen da Struktur zu bringen. Der Thomas hat 5 Seiten an Notizen. Und mehrere Diagramme aufgezeichnet, nur damit er sich erinnern kann, was passiert. Ich habe aufgegeben nach Seite 2. Es ist einfach sehr komplex. Also es ist komplex? Es ist einfach nur, es ist wie der weirdeste M. Night Shyamalan-Film ever. Es wird einfach, hier ist ein Twist und hier ist ein Twist und ah ja, übrigens, das ist auch noch, das passiert auch noch. Der Pich, sein Bruder kommt wieder vor. Stimmt. Okay, jetzt, also jedenfalls Elvira. Elvira, wie gesagt, der Bär ist wieder in town und der zwingt sie wieder am Strich zu gehen. Ja, genau, richtig. Wie kommt dann nochmal darauf? Wie raufkommt? Wie kommt der Cotton drauf, dass er zur Baby kommt? Das habe ich nicht mehr verstanden. Ich bilde mir ein, dass er eben auf diesem, also der Cotton bekommt von anonym einen Brief zugeschickt, das ist ein Paket und da ist ein Film drinnen. Genau, richtig. In diesem Film sieht man, das ist eine Art Stuff-Film, dann sieht man, wie jemand umgebracht wird. Ja, eine Frau wird umgebracht. Und dann geht er rumfragen, ob er die Frau kennt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es hat ihm irgendwie einen Tipp gegeben, dass die da in der Nähe gewohnt hat oder so, weil es in der Nähe dort war. Ah, okay, ja. Und dann fragt er einfach Leute und geht halt von Lokal zu Lokal und kommt dann zufällig in das Lokal, wo eben gerade der Bär mit der Elvira ist. Schau, Wien ist ein Dorf. Dann sagt der Bär eben, das ist aber kein Zufall, dass du da bei mir bist. Und sagt, glaub, was du willst, aber ist ja ein Zufall. Weil
weil er gerade eben Suchender ist. Es war einfach billiger, die zwei Szenen in einer zu filmen. Genau, also das ja, wird einzig Grund gewesen, aber das bringt sonst keinen Sinn, weil es hat keinen Mehrwert. Und sie haben den weirdesten Schauspieler, weil der Bär ist physisch definitiv für die Rolle gemacht, aber er kann nicht schauspielern. Er weiß nicht, was er machen soll. Er intoniert Wörter falsch. Also es ist ein Zuhälter mit Vollbart und eher kräftiges, stärker. Also nicht als Blatt, sondern wirklich stark. Also wie ein Bär halt. Wie ein Bär, ja. Und dann sagt er, kennst du vielleicht die Kellnerin da? Mhm. Oder die Person da, Entschuldigung, nicht die Kellnerin. Sagt, ja, das ist die Kellnerin. Und dann kommt die Kellnerin auf einmal rein in dieses Lokal, wo er ist und sagt, ah, das ist wirklich sie, sie ist nicht tot. Ja. Und dann fragt er sie, glaube ich, oder? Ob sie das ist im Film, oder? Genau. Oder fragt er sie nicht? Nein. Er fragt sie, ob er jemanden kennt. Ob sie jemanden kennt. Es ist irgendwas. Auf jeden Fall wird sie irgendwas gefragt und sie verneint oder so. Es wird dann nichts wirklich weiter. Ja. Und er kann halt nicht rausfinden, wieso sie auf diesem Film als Leiche quasi erscheint, irgendwie so. Oder warum es so scheint, als würde sie umgebracht werden auf diesem Video. Da spricht er sie gar nicht, glaube ich, drauf an. Er traut sich auch nicht oder wie auch immer. Ja, genau. Und ja. Der Strang, wie machen wir den weiter? In welche Richtung? Wie willst du das weiterleiten? Weil er ist ja furchtbar unterbrochen und dann wird irgendwann springt der Cotton aus einem Helikopter. Da springt aus einem Helikopter irgendwann. Ja, das ist so, genau so wie das jetzt anhört, ist die Serie. Ja, diese Episode gerade. der Banküberfall vielleicht? Ja, der Banküberfall, machen wir mal den. Also der Banküberfall gehört zu diesem Babystrang, ja, Elvira-Strang dazu. Und es passt chronologisch. Also die Kellnerin ist Baby, Elvira ist die Prostituierte. Nicht vertauschen, das sind zwei unterschiedliche Leute. Also die Elvira, Prostituierte, Baby, Kellnerin, die am Video fast umgebracht wird. Oder umgebracht wird. Oder umgebracht werden wird. Unter Anführungszeichen umgebracht. Ja, jedenfalls Banküberfall. Banküberfall und das ist Ortswechsel, auf einmal Schnitt. Ja. Was sieht man? Dagobert Duck. Dagobert Duck. In einer Wanne voll mit Geldmünzen. Mit Schillingmünzen. Ja. Und er regnet so. Ja, ich schätze mal einen Schilling, weil die halt. Ja, sicher. Weil die so golden ausschauen. Irgendeine Legierung, irgendwas war das. Es ist Kupfer, glaube ich. Ich glaube, es ist Kupfer. Also eine Messinglegierung. Das Messing, ja, kann sein. Ich glaube, es ist eine Messinglegierung. Jedenfalls. Aber da wird sicher jemand dann noch einen Kommentar schreiben. Nein, das ist ein Stahlkern und rundherum ist nur ein. Scheiß Kibbel. Nein, aber jedenfalls, ja, aber sie schauen halt aus, wie die, in denen dann normalerweise baden würde. Genau, ja. Das ist eine riesige Panzer. Und dann kommen die Panzerknacker rein. Die Panzerknacker, zwei Stück an der Zahl und überfallen da gewaltig. Die Panzerknacker waren nie zu zweit, sie waren mindestens immer zu dritt. Ja, also und hat die vier gegeben und dann noch den Großvater. Also es waren eigentlich drei bis fünf, nie zwei. Vom Universum ab, von welchem Teil, also glaube ich bei Dick, Dick und Drag, also bei den DuckTales, waren es glaube ich schon vier, oder? Oder waren es drei? Ich glaube, da waren es vier. Aber eben, je nachdem, welchen lustiges Taschenbuch du gelesen hast. Ja, eben, genau, waren es immer drei, vier oder mit dem Großvater fünf. Ja, jedenfalls, die zwei rauben ihn aus, der löst den, Tag über Tag löst den, in seiner Badewanne ist nämlich der Knopf für den stillen Alarm angefertigt. Und die Polizei, ja, sieht den Alarm. Und was sagen sie? Das ist ein Fehlalarm, weil das ist der 10 Uhr Testalarm. Obwohl gerade 5 Minuten vor 10 ist oder 3 Minuten vor 10. Ja. Und was sagen die? Die Uhr ist falsch gestellt. Ja, ja. Das ist immer der 10 Uhr Test. Es ist irgendwas. Er schiebt die Uhr auf 10 Uhr vor und sie machen einfach weiter und schalten den Alarm ab. Und das ist eben der eine Polizist, der eben Cotton ermittelt liest. Genau, der liest den. Das genau. Und er möchte Assistent, der andere möchte Assistent vom Cotton werden. Irgendwie war auch noch ein Gespräch. Wurscht, die sieht man auch nie wieder, die Haberer. Wieso auch immer, weil wir haben da zwei Haberer, die Zusatzrollen spielen wollen. Ja, machen wir diese Szene halt. Und der Banküberfall geht halt durch, sie erschießen den Dagobert Duck. Weil er dem einen die Maske runtergenommen hat, wieso auch immer. Und dann sagt er, warum bringen sie mich um? Steht im Drehbuch. Sollte Dagobert Duck ein Symbolismus sein? Wahrscheinlich schon. Für Kapitalismus und dass alle Banker Dagobert Duck sind? Ja, vielleicht, weil dann findet er der Sandler wieder die Leiche vom Angestellten. Und er hat wieder einen neuen Hund. Diesmal Cerberus. Cerberus, der Bulldogger oder so. Ja, aber wirklich eine fette Bulldogger, vor allem mit irgendeinem Schirm noch rundherum, dass es ausschaut, als wäre wurscht, weird. Aber er zahlt sich auch nie aus. Weil in den vorigen Folgen war er immer lustig, aber diesmal ist es einfach nur, so er geht rein, fertig, das war die Szene.
Findet die Leiche und was ist? Es ist nämlich nicht nur ein normaler Bankangestellter, der da umgebracht worden ist, sondern es ist ein Bezirksrat in der Brigittenau, der da umgebracht worden ist. Und es stellt also sich jemand mit Macht. Mit Macht und mit Feinden. Weil da hat nämlich. Jetzt kommt die Conspiracy. Plot! Ja, Plot! Ja. Was ist denn hier los? Ja, zwischen all den Sketchen ist irgendwo Plot versteckt. Wir haben da gerade eine große Ader aufgeschlagen. Die besagt nämlich, dass. Er war nämlich für die Erbauung einer Tierkadaververwertungsanlage mitten im schönen Wienerwald. Und das hat zu manchen Leuten nicht gepasst und er hat Drohungen und Erpressungen erhalten. Und er weiß nicht von wo. Also das kommt dann schon. Das kommt nämlich jetzt, weil der Cotton schaut sich den Film nochmal an. Genau, ja. Weil er erinnert sich, weil genau richtig, weil wie er den Bären kennengelernt hat, hat er nämlich auch die Elvira weggebracht von ihm. Um sie zu schützen quasi. Genau, richtig. Um Schutz zu nehmen. Ja, und aber die Mutter hat sie dann im Endeffekt eingeladen, bei ihr zu übernachten. Das wusste die Frau aber nicht. Stimmt, sie waren auch noch dann, als Cottons Kapelle haben sie auch noch einen Auftritt gehabt. Genau, zwischen war ein ziemlich weirder Auftritt, wo sie einfach um 5 Minuten zu gewinnen, Playback ihn auf der Bühne singen haben lassen mit das seiner ist Frau. Wieder, das weißt du nicht, weil das ist in der ersten Folge nicht vorgekommen, aber das ist jetzt schon Standard. Ist Standard, okay, gut. Playback ist Standard. Gut. Also englisches Playback. Yeah. Ja, und wie sie nach Hause kommen von diesem Abend, ist eben die Elvira in der Wohnung. Die Frau klopft natürlich, Cotton, du betrügst mich. Ja. Nein, die Mutter hat diesmal sie eingeladen. Nicht. Diesmal nicht. Ausnahmsweise mal also nicht. Ich habe sie eingeladen, weil ich muss ja sie von ihrem Schutzengel beschützen und Schutzengel spielen, so auf die Art. Ja, genau, richtig. Ja, die Mutter formuliert. Hat die besten Sprüche. Und ja, eben wieder ein Spruch. Eintagsfliegen sind die besten, weil die haben jeden Tag Geburtstag. Nein, die haben ihr ganzes Leben, lang Geburtstag. So gut. Oh, so wahr. Ja, und dann schauen sie sich eben zu Mert, also eben die Elvira, die Mutter und die Frau, gemeinsam diesen Film noch einmal an. Ja, weil er rot sieht. Weil er sieht rot, weil die Frau, Rot gesehen hat. Natürlich die Frau verzeiht dann im Kottern, weil sie eben dann weiß, ah, okay, die Mutter hat die Elvira eingeladen zu uns, nicht du. Entschuldigung, dass ich rot gesehen habe. Das war die kürzeste Drama-Szene aller Zeiten. Die war irgendwie so, Drama entsteht, Drama ist im Laufen, Drama wird wieder aufgelöst. 2 Minuten. Ja, nicht einmal. und dann sagt er, ich sehe rot und wieso auch immer, weil er rot sieht, Kräuter ins Wohnzimmer raus. Ja. Und du auf die Elvira. Auf die Elvira und sucht, was? Den Super 8 Filmprojektor. Ah, den Filmprojektor voll, ja. Er holt nur den Filmprojektor raus, weil sie drauf liegt. Es braucht 2 Hirne, um sich den ganzen Scheiß zu merken, der in diesen 60 Minuten passiert weil ist. Der Plattenspieler im Wohnzimmer eben dort hinter der Bank oder unter der Bank, wo Elvira gerade schlaft. Natürlich. Holt den Plattenspieler raus und. Kein Plattenspieler. Plattenspieler, scheiße, das Projekt, Super 8 Projekte. Und sie schauen sich gemeinsam den Film eben nochmal an. Ja. Und im Endeffekt, das Einzige, was rauskommt, ist, dass die Mutter die Stelle kennt, wo das ist, das Haus. Genau, weil sie all den ganzen Wienerwald kennt. Ja, sie kennt den ganzen Wienerwald. Wird nie erklärt, warum, wieso, weshalb, aber anscheinend weiß sie. Vielleicht geht sie spazieren den ganzen. Vielleicht hat sie im Zweiten Weltkrieg dort Holz sammeln, ja. Was deswegen, kann sein? Ist das. Brennholz sammeln? Glaubst, naja, eh, aber glaubst du, ist das. Nein, war das absichtlich? Ich glaube, das ist einfach nur irgendein Plot-Twist. Ja. Einfach. So, irgendwer muss wissen, wo die sind. Ah ja, okay, schreiben wir es schnell rein. Und dann ist nächste Szene, er fliegt im Helikopter. Genau, er fliegt auf einmal im Helikopter, weil natürlich der Wienerwald ist so riesig und unscheinbar, man kommt im Auto nicht rein. Dann muss man im Helikopter abspringen aus 1000 Meter Höhe. Und dann mit einem Paragleiter nämlich an der richtigen Ecke landen. Und natürlich hat der Gott dann anscheinend die richtige Ausbildung dafür. Vor allem, weil in der Pilch stößt ihn aus dem Helikopter raus. Vor allem, es sind drei verschiedene Winkel, die sie das aufgenommen haben. Der eine war in der Kabine selber, die Kabine bewegt sich nicht. Dann von 10 Meter darunter. Normal, 3-4 Meter, der Helikopter schwebt so knapp über dem Boden. Und jemand filmt halt von unten. Und der Helikopter bewegt sich urstark und dann noch eine Variante, wo sie einen Stuntman drinnen haben. Den man nur von hinten sieht? Ja, den man nur von hinten sieht und ganz kurz das Gesicht, aber man sieht das Gesicht nicht. Genau, wirklich. Und aus 1000 Meter Höhe eben halt über Wienerwald abspringt. Ja, abspringt. Und da wackelt die und Kamera. Ist eben fünfmal einen Schnitt so, ah, ich flieg raus, weil der Bild eben rausstößt. Kottern in der 10 Meter über dem Bodenszene, alles zu fest, Schnitt, Stuntman fliegt raus, weil ein Paragleiter. Schau, so muss man richtig schneiden. Ja?
da kommt Konsistenz heraus, da weiß man immer, was passiert. Ja. Das ist Filmkunst. Ja. Kunst, ja. Das ist eine Kunst, so Stimmt. etwas zu machen. Ja. Michael Bay wird das genau gleich filmen. Nur mehr Explosionen. Boom. Ja, jedenfalls, der Cotton fliegt nämlich, landet nämlich genau. Landet im Wiederwald, genau bei dem Haus. Nämlich. Ja, bei der Eingangstür mehr oder weniger. Zieht die Pistole. Ja, nein, schlägt ihm einen. Ah, schlägt ihm voll mit der Pistole so richtig in den Goschen, gell? So. Nein, zuerst macht er einen Sprungkick und. Er kickt ihn voll, die Buffers. Nein, er hat. Holz. Ein Holzscheit in der Hand. Ja. Dann entwaffnet er den anderen, also die zwei Bankräuber und Baby. Und Baby, das ist das mit Twist. Ja. Nämlich Baby und die Bankräuber sind zusammen in einer Gang quasi und sie haben nämlich was gemacht? Richtig, sie haben den Bezirksrat erpresst. Ja, damit er eben nicht diese Tierkadaverfabrik da baut. Genau, richtig. Eben in ihrem schönen Wiederwald und damit es eben nicht so ausschaut, als wäre das wegen dem Erpressner. Dass ihm was passiert, haben sie diesen Banküberfall ja, genau. gestellt und haben eben beim Banküberfall den Typen erschossen im Bezirksrat, ja. damit eben keiner auf sie kommt. Ja. Und wieso jetzt dieses Snuff-Video? Ja, um genau. ihn zu erpressen. War wegen dem Erpressen. Weil er so ausschaut, weil man ihn immer nur von hinten sieht, soll er so ausschauen wie der Zangerl. Wieder ein Twist, ich lerne nicht aus. Sie haben quasi die Lira. Es macht aber null Sinn. Warum kriegen Sie den Film? Ja, ja genau. Voll, er ist ihm zugespielt worden im Kottern. Vom Zangerl vielleicht? Na, hat er irgendwer gesagt, er kennt im Gefängnis jemanden? Nein, das war für die Analyse. Die Analyse? Aber warte, von der Polizei sind irgendwer zugespielt. Aber es ist so scheißegal. Auf jeden Fall. Es ist so wurscht. Wurscht auf jeden Fall. Er kriegt sie alle dran und im Endeffekt ist es bam, der Fall ist gelöst. Die Fälle. Und nein. Also nicht nein. voll der Bär. Ja. Der Eisenkammer. Und der Horak. Der Horak, voll, ja. Also es fehlen noch Handlungsstränge. Okay, es fehlen noch. Also der Horak und der Bär-Handlungsstrang geht noch weiter. So und er vereint sich jetzt in diesem Moment, nämlich. Nein, kurz nur ein Zwischenpunkt. Ja? Da merkt man, dass, weil davor waren sie kreativ und haben immer noch versucht, einen Handlungsstrang zu haben, meistens, zumindest einen festeren. Fester als jetzt auf jeden Fall. Und ich glaube, wie es weird geworden ist, haben sie gerade angefangen, Kokain zu nehmen und sie so, oh, ich bin nur kreativ, schaut's, was ich da alles kann. Und jetzt sind sie halt schon quasi auf dem höchsten Level, quasi gerade vorbei und sie sind schon am Runterkommen. Ja. Aber sie haben halt, sie versuchen es zu kompensieren, indem sie noch viel mehr Kokain nehmen. Ja. So, wir haben keine Ideen mehr, aber wir versuchen einfach diese vielen Mini-Ideen, die wir haben, einfach Scheiße an die Wand werfen und schauen, was stecken bleibt, ja. Picken bleibt. Genau, ja. So kommt es einfach vor. Ja, so ist die Folge gerade vom Aufbau von allen. Es ist großartig zum Anschauen, aber what the fuck hat er damit? Kein Wunder, dass du gecancelt worden bist. Ja, das ist das Ding, also wenn man damit beginnt mit Kottern, dann ist vielleicht zu viel für einen. Also dass man so. Nein, man sollte nicht mit der Folge anfangen. Mit der, also das ist extrem. Ja, aber Handlungsstrang, zusammenfließen. Ja, wir sind immer noch nicht so fertig mit den fucking Handlungsstrang. Genau, nachdem eben der Fall quasi so gelöst ist, der Hauptfall, sage ich einmal dazu, fahrt nämlich noch der Cotton mit dem Auto mit der Elvira und da ja. fahrt der andere Bilch, der lispelnde Lilch, Pilch fahrt ihm hinterher mit dem Auto, verfolgt ja. den Cotton und der Cotton bremst und drückt auf einen Knopf drauf und auf einmal kommt aus dem Auto du hast ein Diagramm. Du hast ein Diagramm. Ich habe ein Diagramm gezeichnet, ja, das ist hier. Und, also du bist definitiv derzeit der fleißigste Notizenaufzeichner. Fünfmal kommt diese scheiß Faust aus dem Kofferraum vom Kottern und zerdrückt den. Und zerdrückt das Auto vom Bilch und macht Löcher rein und schlagt das zusammen. Die Szene ergibt jetzt handlungsstilistisch keine Bedeutung, weil es einfach nur irgendwas ist, aber es ist passiert. Und das ich wette, sie waren so, hey, ich habe da übrigens noch so eine Faust umeinander liegen und noch dieses komische Sexspielzeug, das vor- und zurückfahrt. Kombinieren wir das und verwenden wir das schon in der Autoszene. Lieber Tom Turbo, wenn ja. Tom Turbo seine Faust aus seinem scheiß Ding rauskommen lässt. Boss, Trick 17. Ja. Das hat sich der Thomas Breziner davon abgeschaut, dass das Kind geschaut. Selber auch schon als Kind auf Kokain und er so, wow, ist das großartig. Oh Mann. Ja, und genau, weil der Cotton und die Elvira fahren ja gerade im Auto dahin, weil sie möchten dann den
zu dem einen Polizisten wird er hingerufen, der Cotton, zu dem blonden Polizisten, der gerade den Bär nämlich interviewt hat, ob er irgendwas weiß über den einen Fall da. Das ist ja parallel noch ein bisschen zu der anderen Handlung. Und dann wird nämlich der blonde Polizist vom Bär gefesselt. Mit viel zu viel Seil. Mit viel zu viel Seil. Woher hat er so viel Seil? Hat er das aus seinem Arsch gezogen? Keine Ahnung. So das waren mehrere Meter Seil. Ja, und er wird dann, keiner hilft ihm. Ja. Und dann ist es so, dass... Es scheint eine sehr schlecht besuchte Kneipe zu sein. Und der Bär ist dann eben quasi einfach auf dem Weg auf der Straße und sieht dann bei einem Auto... Zum Cotton, das zum war Cotton, vor dem Präsidium nämlich. Genau, vor dem Präsidium. Und da ist nämlich ein Auto und im Auto steht was genau drinnen? Nein, das ist Cottons Auto. Ah, das ist Cottons Auto? Achso, das ist die Kraxen, voll. Ja. Und da ist ein Zettel drinnen. Ja, das, der übrigens, die Kraxen hat jetzt Schusslöcher auch schon überall ja, in der Karosserie. Ja. Und genau, er möchte den Cotton das Auto nämlich, den Auspuff nämlich zustecken, macht das ja, genau. auch, damit er den Auspuff zerreißt. Ja. Und sieht aber dann im Auto in der Windschutzscheibe einen Werbezettel für Heimfilme. Ja, genau, richtig. Gratis Heimfilme oder so. Kommen Sie zum Kühllaster nebenan. Ja, ja. Und irgendwie... Der schlechteste Falle aller Zeiten. Booty Trap und dann geht er halt so die Straße entlang. Das ist ein Kühllaster. Und der Bär natürlich, weil er liebt auch Heimfilme anscheinend, steigt ein in den Kühllaster. Wird nie irgendwie angeschnitten, dass er Heimfilme mag oder so. Irgendwas. Ist einfach irgendwas. Ist einfach vielleicht hat er geglaubt, das ist ein Synonym für Pornos. Und damals, weißt du, 83 war es nicht so leicht, Pornos zu bekommen. Vor allem Videopornos, ja. Du musstest, keine Ahnung, wie viel 1000 Schilling ausgeben für einen VHS-Rekorder, falls es den damals schon gegeben hat. 83 hat es ihn sicher schon gegeben. Ja, hat es schon VHS gegeben. Aber trotzdem, jedenfalls ist es... Er steigt dann in den Kühlaster ein und auf einmal, dun, 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 ist der Horak nämlich, der Typ, der diese Falle gestellt hat. Oh ja, dun, dun, dun. Schmeißt die Tür zu vom Eislaster und denkt sich, dass er einen Cotton gefangen hat, weil von hinten mit dem Mantel schauen sie halt gleich aus, der Bär und der Cotton. Dann, und der Horak freut sich. Der Horak freut sich halt. Und dann ist eben so, dass sie noch einen Horak endlich finden möchten. Weil er ja auch ein paar Leute umbracht hat. Genau, weil er auch Leute umbracht hat. Und dann sagt der Cotton, das Beste, er so, wie wär's, wenn wir jetzt einmal dort nachschauen, wo wir die ganze Zeit nicht vermuten, nämlich bei ihm zu Hause. Schauen Sie im Telefonbuch nach, wo er wohnt. Ja, genau. Dann ist Schnitt zur Wohnung vom Horak dort. Auf einmal rennt der Horak aus der Wohnung raus, die Stiegen runter. Und wer steht dort? Richtig, der Schremser, mit seinem, der einbeinige Schremser. Ja. Und stellt mit der Krücke dem Horak das Bein. Das ist schon mehrmals passiert, dass er so einen Gangster zum Fall gebracht hat. Eben uns in der ersten Episode auch. Ja, in der allerersten war auch, das war auch der Schremser. Und dann haut den Horak in ihren Hof runter. Das war die beste Stunt-Szene. Das war fix er selbst, oder? Der hat so ausgehört. Die haben einfach den Typ, der Regisseur so... So, nimm einfach 4 Lines davon, dann spürst du nichts, wenn du unten auffallst. Weil ich glaube nicht, dass du mit denen Stunt verlierst. Jedenfalls, der rauscht durch das Fenster. Wirklich dramatische Szene, schaut wirklich gut gemacht aus. Und dann fällt er in eine Mülltonne rein und ist natürlich von dem Müll wieder aufgefedert. Magischer Müll, schafft es. Natürlich ist die Mülltonne offen, ne? Ja, das ist wie. Das sind diese Metallmülltonnen, die man so aufschiebt. Ja, genau, mit dem Metalldeckel. Ja, genau, richtig. Also die waren schon immer wieder offen. Ja stimmt, wenn es kaputt ist, das schon irgendwann. Trotzdem. Es haut halt rein und dann macht er den Deckel auf von innen der Horak und da steht da der Cotton. Und er so, Cotton, was? Du lebst! Ich habe mir gedacht, du bist das im Eislaster, wer war denn das? Yeah. Und der Cotton weiß halt nichts, was er redet für einen Scheiß. Sie sperren ihn halt ein oder weiß er nicht, verhaften ihn. Ja, genau. Und dann finden sie die Leiche. Ja, genau, richtig. Im Kühllaster. Und der Schauspieler hat einfach Frostspray anscheinend bekommen und muss halt wie eine Eisstatue dastehen, aber man sieht, dass er zittert. Ja. Ist halt eingefroren und wer kommt aus dem Laster raus? Der Obdachlose. Der Obdachlose war auch im Eislaster. Der war in Ordnung. Der Witz war in Ordnung. Der war super. Der war super. Weil natürlich, Obdachlose sind unempfindlich gegenüber Kälte, weil sie schlafen im Freien. Wieder, ist das Symbolismus? Ist das wirklich Symbolismus? Ich glaube schon, dass das eine Anspielung ist. Er kommt raus, streckt sich so, gehen ein bisschen und geht einfach weg. Der Hund ist auch nicht da. Der Hund ist auch nicht da. Er ist auf Front drinnen, er hat ihn vergessen. Deswegen hat er immer so viele Hunde verschleift. Weil er immer sich stirbt. Weißt du, er schlitzt sie auf Tauntaun-Style und kratzt in sie rein. Deswegen ist er immer warm. Das ist eine Star Wars-Referenz. Ja, genau. Jedenfalls. Conclusio dann noch von den Fällen. Gibt es noch was? Ja, also was passiert? Das ist noch was passiert?
Ich habe. Sie sind doch sicher, wir haben noch was vergessen. Oh, die Pressekonferenz. Die Pressekonferenz. Der große Abschluss ist ja, weil jetzt die Fälle geklärt worden sind, ist, dass der Billig in Paradeuniform und Österreich-Flagge über der Sherpa über dem Bauch eine Pressekonferenz haltet. Und dann wird halt permanent von allen Journalisten verarscht und gesagt, ja, sie können ja nichts. Und eigentlich hat der Kotter den Fall gelöst. Und er dreht halt dann voll durch. Ja. Und das haut sich am Boden und hat einen Anfall quasi. Ja, und nein, und zuerst haben die Journalisten alle Fake-Augen. Auf einmal es ist wie ein Fiebertraum auf einmal. Alle haben so Fake-Augen, so Klubsch-Augen in den Augen halt eingeklemmt und schauen ihn halt so verstörend an. Ja. Und der Schrenzo zieht ein Mini-Piano raus und fängt so dramatische Musik. Ja. Der Billig urverstört, möchte fliehen, rennt beim Fluchtausgang raus und wer steht draußen? Der Kaffeeautomat. Geht hier zur Pressekonferenz? Ja, das war super, weil der Kaffeeautomat die ganze Folge nicht vorgekommen ist. Und dann schäumt er beim Mund. Kriegt er weißen Schaum vom Mund. Ja, und dann singt der Kott dann noch. Dann singt er noch A Little Help from My Friends. Ja. Und. Get by! With a little help from my friends. Und mehr können wir nicht singen wegen Copyright Claims. Copyright Claims, sonst können wir verklagt von Jazz Warner Music und Universal oder Gamer Music. Sony Music Entertainment. Ja, und dann ist es eben aus und der Abspann kommt und wir sind auf was Lustiges draufgekommen, dass beide Pilchs vom selben Pilch, vom selben Schloss. Ich hab Schloss das gewusst. Du hast gewusst. Aber ich habe es wieder vergessen. Sie schauen sich voll an, nicht gleich aus. Nein. Und weil sie kommen nämlich im Laufe der Episode kurz in Szenen gemeinsam vor. Aber es ist so geschnitten, dass sie immer von einer vom Rücken her gefilmt worden ist. Zum Beispiel, damit man quasi der Kopf sagt, ja, sie sind eh da beide. Aber in Wirklichkeit, ja, jedenfalls. Oh mein Gott. Ja, und oh dann ist Gott. Eben ein Abspann und der Wahnsinn hat ein Ende. Ja, der Wahnsinn hat ein Ende, aber unser Wahnsinn hat noch kein Ende. Weil so viele Einzelsketche, die nirgendwo hinführen, wirklich gut waren. Zum Beispiel Pilch und der Pool. Pilch und der Pool, voll. Also okay, gehen wir durch. Wir haben Pilch und den Pool. Okay, der Pool. Ja. Wurde kurz erwähnt, Pilch sammelt eben Geld für einen Pool, weil und er braucht statt einen Pool. Statt dem Kapellenproberaum, weil gesunder Geist braucht einen gesunden Körper. Genau, richtig. Und der passiert dann wirklich. Und wirklich auf einmal, Kottern macht die Tür auf einmal, ist ein riesiger dieser Aufstell-Swimmingpool, den man im Garten hat, genau, so ein 5-Meter-Swimmingpool. Ja, genau. Mitten in dem scheiß Raum und es ist halt drin, Wasser ist nur so, weiß ich nicht, einen halben Meter. Ja, er planscht so. Er planscht so mit Schwimmflügel. Ja. Ein Sprungbrett ist aber dabei. Ja, Sprungbrett von, keine Ahnung, 20 Zentimeter Höhe. Jedenfalls, worüber darin gesprochen wird in der Szene, ist ziemlich wurscht, weil dann zuckt der Pilch aus und sagt, mehr Sprudel! Ich will mehr Sprudel! Und auf einmal beginnt sein Jacuzzi noch mehr zu sprudeln. Aber man hört dann, die Kamera schwenkt und dann sind 5 Polizisten, die in Uniform, die in die Rohre blasen und sprudeln. Kotter natürlich schleicht sich, will sich jetzt nicht mehr länger anschauen und auf einmal kommt, nein, das ist nicht so weit gegangen. Es ist nicht so einfach. Einmal, Kottan, Hilfe! Ja, und dann kommt in den Frame kommt ein Haifischfloss. Und er sagt so, Kottan, helfen Sie mir, Sie sind der beste Polizist. Oder einer von den Bläsern. So gut. Und er hält sich am Schwimmbrett an. Wird nie wieder... Er ist nicht gegessen worden, kommt wieder vor. Also, ja. Und auch vom Pilch die Szene mit dem Marie-Theresien-Toilette. Ja, scheiß dich. Die kaiserliche Maria-Theresien-Toilette. Während der Harfe spielt. Genau, also er hat einen so einen barocken Stuhl, so mit roten Stoff. Mit Samtbezug. Ja. Und so Stuck und schönen goldenen Rand und Verzierungen. Und wie eben der Schrammel und der Kotton einmal ins Büro möchten vom Pilch. Ja. Sagt er, warten's kurz. Ja, und dann hört man die Spülung. Und man hört die Spülung und dann kommt die Musik von der Blauen Donau. Ja. Bist du deppert. Dann machen sie die Tür auf und sie sehen eben, wie der Bild gerade von diesem Sessel aufsteht. Und das ist ein scheiß Haus im Endeffekt mit diesem Sandbezug eben drauf. Und dann sagt er, dass es ja dass so angenehm ist, weil er sich dann so gut kontrollieren kann. Ja, genau. Und das Geile ist, dann geht nämlich der Pilli am Gang raus, gemeinsam mit dem Kottern, und nur der Schrammel bleibt im Büro. Ja. Und auf einmal hört er wieder die Spülungsmusik, aber es ist diesmal der Radetzky-Marsch. Und dann klopft er an die Tür und sagt, Wilma! So wie der Fred feuerlich. Ja,
dreht sich in die Kamera und sagt, ich meine natürlich Schrammel. Weil der Schrammel so ein Scheißhaus gerade benutzt. Ja, und weil er drei Minuten... Genau richtig, der Schrammel ist ja Vize geworden von der vom Sonderdezernat für die Aufklärung der Massenmorde. Ja. Oh. Weil nämlich, das wird auch gesagt, weil jeder Mord ist ein Mensch weniger, dadurch sinkt die Bevölkerung und dadurch gibt es weniger Mandate. Und dadurch gibt es weniger Mandatare. Und das ist schlecht. Deswegen will die Politik, dass niemand mehr umgebracht wird. Was die selbstsüchtigste Variante von Hilf anderen Leuten ist, oder? Das ist so cool. Oh Mann, ich muss noch weiter schauen. Wir haben sicher Sachen vor. Ah, Dolphy and the Fools. Dolphy and the Fools, ja. Wo eben der Pilch ankündigt, dass er die Band auflässt, weil er hat nämlich den Bandnamen gekauft. Ja, Cotton's Kapelle. Ja. Und dann sagt, nehmen wir uns doch einfach Dolphy and the Fools. Ja, Dolphy and the Fools. Sorry. Ja, dann... Es ist Die eine Szene, wo die Fernsehansagerin, der Cotton trinkt ein bisschen Bier, schaut Fernsehen. Und sie diesmal wechselt sie dauernd die Kopfbedeckung, wechselt einfach alle Brille. Und die Brille sieht einfach irgendwas anderes aus. Heute ist der Tag der Brille oder der richtigen Brille. Dann hat sie einen Schiffskappel auf. Sie sind alle so high. Sie sind alle so high. Es ist unglaublich. Dann. Was haben wir noch? Die Musik wechselt eigentlich während der ganzen Episode andauernd, was ein Kuriosum ist. Besonders während diesem Dating-Strang, Handlungsstrang. Ja, hat jeder von den Charakteren hat eigentlich seine eigene Musik. Genau, also immer wenn der Horror gerade am Attentatsversuch ist, kommt die Musik und wenn der Kaiser da ist, kommt die Musik. Das ist einfach, es passt so nicht zusammen, es ist einfach irgendwas. Überhaupt nicht. Ah, Markenuhr. Die Markenuhr, stimmt, wird damals erwähnt. Okay, es ist jetzt keine Gucci oder so, macht Gucci-Uhren. Gucci macht sicher Uhren. Ja, es ist nicht so eine Markenuhr, sondern der Cotton zeigt seine Marke her, aber er hat sie eben als Uhr und zeigt sie her. Ja, es ist eine Dienstmarke quasi. Seine Dienstmarke als Uhr. Das war und ist einfach random das Cotton aus dem Logo drauf und so Österreich-Flagge. Also einfach. Yeah. Susi, die Demonstrationspuppe. Voll. Die der Bankangestellte stirbt und der Cotton dann zum Mord, also zum Tatort kommt, ist die Leiche nicht mehr da, sondern es liegt eine nackte Schaufensterpuppe. In den Goldmünzen drin. Also mit dem Gesicht von einer aufblasbaren Pornokuppe. Auch mit den Brüsten. Also es ist eine nackte Frau quasi. Und dann fragt der Cotton, was ist denn das? Sagt er, naja, das ist die Susi, die Demonstrationspuppe. Ja, haben wir da Kamandal? Und er sagt, na, die sind alle Weiber. Es gibt nur Susis. Susis. Genau, er raucht Zigarre im Bett. Er raucht Zigarre im Bett, während er sie umarmt. Er ist die härteste Sau ever. Weißt du, was das für ein Brandrisiko ist? Ist urgut, wenn du einschlafst, aber dann ja. Alles auf. es war einfach nur random, alles. Diesmal leider weniger Verfolgungsszenen und so. Ja, es hat eigentlich nicht wirklich... Der Fall war irgendwas. Also der Fall war eigentlich nur sehr cool. Also ja. Ich glaube eigentlich, dass sie den Fall sich dann irgendwie so einfallen haben lassen, weil im Endeffekt ist der Fall ja eingebettet. Ich glaube, sie haben den Pilch einfach hingestellt und haben einfach ihn seinen Scheiß machen lassen und ihn einfach gefilmt, was er macht und das haben sie per random reingeschnitten. Und da rundherum den haben Fall. Sie dann den Fall so... Ja, Gott, dann! Ja. Es ist wirklich... Ich... übermäßig Gefühle ausdrücken. Und wie hat er gesagt? Ich bin nämlich intelligent. Ja, genau, weil er gesagt hat, dass sie... Warum lieben mich die Leute nicht so, wie sie sollten? Oder so irgendwas. Oder wie können mich die Leute mehr lieben oder so. Und er macht immer das mit den Händen. Das hier. Ja, dieses Zahn. Hände, Fäuste, Ballen, so diese Ballen. Aber langsam, als würde er, keine Ahnung... So als würde es so einen Wutball, so diese Bälle, so Aggressionsbälle, Stressbälle. Ja. Aber er ist genial besetzt, absolut. Ich könnte mir niemanden anderen mehr vorstellen als Bild. Ja, also ich hast du jetzt noch irgendwas aufgeschrieben? Rauchen aufhören und das Raucherbein wird erklärt. Voll, das Raucherbein wird erklärt. Also genau, machen wir so ein paar Spoiler-Erwähnungen, also was quasi erwähnt worden ist, was wir vergessen haben oder noch nicht gewusst haben. Ja. Das Raucherbein, also der Schremser hat sein Bein verloren, weil er Raucher ist. Ja, genau. Oder er wollte sie einfach nur schrecken, dass sie aufhören zu rauchen. Das kann sein, auf jeden Fall ist es aber, von ihm gesagt worden, was nicht heißt, dass es stimmt.
Dann zweitens, Kottan hat Problem beim Rauchen aufhören. Ja, genau, und lässt sich vom Pilch tritzen. Dass er es eben macht. Ja, genau. Die Frau vom Kottan heißt Ilse, ich habe es nicht mehr gewusst. Also das ist für dich jetzt. Für neu. Sie ist, wirklich, man sieht schon, dass sie 20 Jahre älter ist als ihr Mann, das merkt man schon. Die Mutter vom Kottan. Die war damals ja auch nicht dabei. Die war auch nicht dabei, die Mutter. In der ersten Folge, nein. War nicht. Stimmt, haben sie nur in der Wohnung. Ja, ja, da hat es den Sohn gegeben. Vielleicht schon. Oder na, die Tochter. Tochter war es. Voll. Yeah. Der Sohn ist diesmal dabei, stimmt, von dem du nichts gewusst stimmt, hast. Stimmt, die Tochter war nämlich mit dem Studenten zusammen. Der ja, den hat sie ist. Dann geheiratet. Und ein obwohl Kind gehabt. Obwohl davor. Er tot ist? Ha? Der Student? Der war doch tot. In der ersten Episode ist der Student. Also nicht der Student, ein anderer Haber. Wurscht. Ein anderer Haber. Wurscht. Ah ja, voll. Und die Frau vom Kottan hat in dem Amulett um ihrem Hals nicht den Kottan als Bild. Sondern die Mutter vom Kottan. Sie hat die Mutter, ihre Schwiegermutter an ihrer Brust. Was? Ja, Öle. Sie verstehen sich ja besser. Ja, wahrscheinlich. Als der Kottan und seine Ehefrau verstehen sich schlechter als die Großmutter und sie. Die haben eine definitiv intensivere. Weil sie haben den gleichen Gegner. Sie haben den Kottan als Gegner, weil das ist verbündet anscheinend. Stimmt, ja. Und sie haben alle Stockholm-Syndrom anscheinend. So, wir sind schon so lange zusammen, wir bleiben jetzt. Wir zusammen. Können nicht aus. Weil sie haben ja schon in einer Folge neu geheiratet. Und dann wirft der Kottan sie nach der Hochzeit in eine Mülltonne. Oh. Ja. Okay. Ja. Ah, das ist Plot, den du nicht weißt, du okay. Hast den Folgen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt da irgendwie Referenz dazu hat. Ich weiß nicht. Die einzige Sache, die ich wirklich noch auf den Unterlagen stehen habe, ist die, ein Zitat der Mutter, ein Luftschloss ist immer mit teurer Miete. Ja. Es ist einfach so eine Irgendwas-Aussage. Weil eben die Frau von Kottan sagt, du mit deinen aufgebauten Luftschlösser immer denkst du was aus und lügst mich an. Und dann sagt die Mutter eben so oft quasi, ja. Luftschloss hat immer teure Miete. Weiser gesprochen. Ja, wirklich weiß. Sie hat immer die besten One-Liner. Absolut. Eben die Musik war irgendwo. Ja. Sie haben halt immer quasi den Song genommen, wo sie geglaubt haben, dass der in der Szene am besten dazu passt. Als würdest du ein Mixtape machen. Ja, das ist richtig so. Es hat so ein bisschen was von einem Mixtape. Wobei, ich ehrlich gestanden, das würde ich mir schon gerne kaufen. Eine CD, einfach mit dem quasi mit den ganzen Liedern, die in Kottan ermittelt. Ja, also das waren doch in der ersten Episode, wenn ich mich richtig erinnern kann, die ganzen Georg Danzer Lieder. Ja, genau, richtig. Oder ja, damit haben sie komplett aufgehört. So das eine Lied von Georg Danzer, was sie ziemlich jetzt waren es, ja. Ja, da war es auch auf 1,5 Stunden. Die Folge ist ja kürzer mit 60 Minuten. Stimmt, ja, die sind kürzer geworden. Ja, es ist generell anscheinend war das ein, ich weiß nicht, kein besserer Schritt. Ich glaube einfach, weil die Entwicklung ist einfach in die Richtung gegangen, dass das Abendprogramm anders strukturiert worden nee, ist. Nee, sie haben ja mit dem ZDF kooperiert jetzt. Ach so. Das davor war ORF alleine. Okay, ja, vielleicht und haben und für den ZDF haben sie es auf verringern müssen. Ja. Manche Folgen sind sogar nur 45 Minuten lang. Okay. Ja. Nein, also crazy, einfach nur crazy. Ich muss immer noch, ich werde heute davon träumen. Ganz sicher. Ich werde schweißgebadet aufwachen, irgendwann mal so, Kottan! Ja, aber würdest du eine Empfehlung aussprechen für die Folge? Würdest du sie anderen Leuten empfehlen, wenn sie, also ja. Wenn du jemanden zeigen willst, wie verrückt Kottan sein kann, dann ist es sicher eine Person, die ich zeigen will. So als Einstieg für jemanden, der aus dem Deutschen zum Beispiel, so, der keine Ahnung hat von österreichischen Filmen. So, hier ist österreichischer Film, Kottan Folge 16. Würde ich auf jeden Fall einfach aus dem Grund, weil ich habe jetzt wirklich, Lukas Resetaritz habe ich eben schon länger nicht gesehen, die Episoden, früher als Kind schon mit meinen Eltern. Mhm. Aber ich kann mich noch nicht so erinnern, es verschwimmt in der Erinnerung. Ja, alles. Klar, logisch. Diese Episode hat alles dabei, was eben Kottan ausmacht. Eben die Mordversuche am Kottan, ja. Diesmal sogar von beiden. Ja. Dann eben die Streitereien mit der Frau und die Prostituierte, die Elvira, ja. Die halt dieser Konflikt drinnen und eben mit Pilch gemeinsam einfach, ich meine, er löst die Kapelle vom Kottan zwangsweise auf, verbietet das, macht einen Pool, einfach, der Pilch ist wirklich, er scheißt in seinem Büro. Der Schabel scheißt in seinem Büro, es wird einfach richtig. Er scheißt in seinem Büro. Er scheißt auch in seinem Büro, der Kottan. Nicht der Kottan, der Pilch. Ah, der Pilch scheißt in seinem Büro, ja, das ist genau, er sagt, er möchte das Büro nicht verlassen, gell. Ja, genau, es ist alles. Also der Pilch wird sehr gut dargestellt, und das ist generell, man sieht, dass der Fall nicht wirklich das Wichtige ist, sondern das ist nur der Aufhänger für viel Spaß. Ja. Also, ich würde schon. 3,5 von 5 Sternen? Ich würde es vielleicht sogar 4 sagen. Also, es geht sicher besser vom Niveau her. Aber
Nee, das, wie gesagt, das ist, ich würde es gar nicht einmal mit den ersten zwei Cottons zusammenlegen. Es geht nicht, weil es etwas komplett anderes ist. Ja, es ist eine ganz andere Richtung vom Humor her. Und ja. Es ist ein bisschen schon, wie du gesagt hast, dass du Boho, hast du das jetzt schon gesagt? Ja, das haben wir schon gesagt. Ja, haben wir schon gesagt, dass es eben dieser Schritt zum Tohuwa Boho ihnen schon sehr merklich ist und dass sie, glaube ich, wirklich einfach eine kreative Sitzung haben. Jeder denkt sich aus, was könnte denn lustig sein und dann muss es irgendwie verknüpfen. Genau, richtig. Ich glaube, das ist einfach das, was sie machen und was ja nichts Schlechtes ist, weil viele der heutigen, ich finde Family Guy ist teilweise so. Ja, ja, dieser Random Faktor. Dieser Random Faktor. Man muss es mögen, dass es nicht einen überfordert. Der Horak ist das Huhn. Ja, das ist Chicken Fight. Ja. Und ja, aber es ist nicht so random, dass es keinen Sinn macht, aber es ist schon so random, dass man sich wirklich fragt. Es ist in dieser Zwielichtzone. Ja, es ist so. Es ist nicht jetzt, ich würde es nicht auf jeden Fall als erstes schauen, wenn man jetzt wirklich Kottern anfangen möchte, aber für Leute, die wirklich diesen What the Fuck-Faktor erleben möchten, dann ist es schon etwas. Also willst du was Lustiges sehen? Wenn du um 3 Uhr nach Hause kommst, besoffen so und du möchtest dir noch was anschauen, weil du erinnerst dich am nächsten Tag eh nicht. Und es ist gar nicht wichtig, ob du irgendwas nicht mitbekommst oder nicht, weil genau, es macht immer Spaß. Und genau. Ja. Du kannst mittendrin einsteigen, es ist absolut wurscht. Ich fand die Folge auch, ich weiß nicht, es ist so zwischen Genie und Wahnsinn für mich. Ja? Es ist genau in dieser Mittellinie. Und ja, ich schaut es euch an. Wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr es wahrscheinlich eh schon gesehen. Und wenn nicht, schaut es euch an. Es ist keine schlechte Idee. Allein auch schon wegen der Sache, dass... Es ist auf iTunes. Cotton Ermittelt kann man auf iTunes kaufen. Oh, ja, dann, falls ihr iTunes benutzt, dann könnt ihr es dort runterladen, kaufen. Und... ein Tipp, wenn ihr schon immer sehen wolltet, wie Dagobert Duck von den Panzerknackern erschossen wird. Ja, das wird unter Disney nie laufen. Dann. Nie. Das ist eine klare Empfehlung. Weißt du, und dann erschießen sie noch Tick, Tick und Tick, Tick und Drake und Donald. Und Donald wird der Kopf abgeschlagen oder so. Also, wenn du Dagobert Duck nicht magst, weil du denkst, Kapitalisten kommen Schweine, immer gut weg, weil, dann schaut sie das an und dann das Proletariat sieht. Wie sie es erhebt. Das erhebt sich Disney gegen das Establishment. Ja, nein, wirklich eine großartige Folge. Wie war deine Experience jetzt fürs zweite Mal da sein? Zweite Mal, ich würde das einfach allen empfehlen, die das einmal schon gemacht haben. Einfach, es ist... Kommt's wieder. Nein, es ist einfach... Das ist auch für die Zuhörer, glaube ich, angenehm, wenn mehrere Sichten das Ganze kommen, weil jeder andere Sichten hat. Und logisch. Du hast jetzt, das ist Episode 16, also das heißt, es gibt da noch 14 Leute, die noch kommen können, zweites Mal. Na sicher. Also ja, theoretisch. Theoretisch, wenn jeder kommen könnte. Es gibt weniger Folgen als das. Wahrscheinlich das ist bald aus. Ja, wenn ihr zuhört, die schon da wart, beeilt euch, ruft den Paul vielleicht selbst an. Falls Paul, kann ich vielleicht heute vorbeikommen? Ich hätte Zeit, diese 2-3 Stunden. Ich werde wahrscheinlich nach der populistischen Meinung gehen und einfach die mit den meisten Views nehmen. Ja, voll. Der Alex war, glaube ich, ziemlich gut dabei. Der Alex hat dich zuerst überholt am Anfang und dann hast du dich langsam wieder über das letzte Jahr hinweg. Okay, ich gebe zu. Ich habe Fake-Account. Du hast so einen Bot geschrieben, der das Video immer und immer wieder abspielt. Ich habe einen China-Fahrer. Ja, genau. Die Chinesen so, what the fuck is this? Er muss es wirklich ganz anschauen. Es wird mit Eye-Tracking gemessen, wo du hinschaust. Nein, aber... Wiederkommen auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, weil du angekündigt hast, den Cotton-Film, dass wir den alle gemeinsam anschauen. Das freue ich mich schon. Und mit dann das letzte Mal oder dritte Mal halt dann dabei. Ja, und dann, was die Zukunft noch bringen würde. Vielleicht gibt es andere lustige Serien, die man... Vielleicht machen wir eine Tohuwa Boho-Review. Oh, wow. Nein. Ich glaube, das können wir nicht machen. Könnten wir aber... Da müssten wir, weißt du, so 3-4 Folgen auf einmal schauen. Es ist nichts drinnen. Es ist der eine Typ, der das Bier immer wieder zurückdrückt. Ja, dann ist es einfach das Ganze und die Chess-Kitty und alles und dann los geht's. Nein, wurscht. Ja, das gehört jetzt hier nicht ein in diesem Podcast, glaube ich, aber... Danke, Leute, fürs Zuhören wieder mal. Danke, Thomas, fürs Kommen und Dasein. Ich hoffe, ihr habt die lange Sommerpause von mir, die ich nicht angekündigt habe, durchgedruckt und hört euch die Folge wieder an. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Jetzt kommt wieder es zu einem semi-regulären Release-Termin bis zum Schluss quasi. Also vor Weihnachten sind wir fertig. Ja, das war ein spannendes Jahr, oder? Letztes Jahr. Wann war die erste Episode? Im November? Ja, im November. Ja, voll cool. Ziemlich genau ein Jahr. Und ich finde das ein super Projekt, was du da gemacht hast. Du bist beim Projekt dabei. Finde ich großartig, was du da machst. Es ist eine super Idee. Ich war am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen, weil...
ich mir dachte, das willst du da groß reden. Gerade ich so übrigens, ich denke mir gerade, das sehen die, die hören das ja nur. Und ich mache die ganze Zeit das hier. Ja, also wir machen eine lustige Sache, während ihr das nicht seht. Ja. Nein, also die Idee generell hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt. Man dachte, wie soll das funktionieren? Wer hört anderen zu beim Reden über Filme? Und dann hast du dich erinnert, oh ja, es gibt ja auch Let's Player. Ja, es gibt auch PewDiePie. Ich kenne die Leute nur nicht nur so vom Hören sagen. Also, aber ja, ich freue mich, dass ihr zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.